Materia ist ja auch so eine Urgewalt, so eine Mischung aus Baum und Insel. Wenn der in den Raum kommt, dann hören die Moleküle auf, sich in der Luft zu bewegen, weil die Moleküle ganz aufgeregt sind, dass er da ist. Und mir geht es genauso. Ich habe mal eine halbe Grundschulklasse auf einem Schulhof zur Weißglut gebracht, weil ich sie davon überzeugen wollte, dass es heißt, alle haben einen Job, ich habe lange Beine. Ich meinte dann, hey, der hat mal als Model gearbeitet und was haben Models? Richtig, lange Beine, ihr Trottel. Dann habe ich den Song vom Handy abgespielt und habe immer bei der entscheidenden Stelle reingesungen, ich habe lange Beine. Und die Kids haben sich richtig aufgeregt. Ja, wenn du da reinlaberst, dann kann man das auch gar nicht richtig verstehen, sagte einer. Was tutst du mich, du abgebrochene Bohnenstange, fragte ich zurück. Und meine Tochter sagte, du bist so peinlich. Die Marschrichtung war klar. Die Akkorde mussten die gleichen bleiben und textlich sollte es auch irgendwie ähnlich sein, aber in die Jetztzeit übertragen werden. Wir müssen auf jeden Fall geiler sein als die Engländer, gab Campino als Ziel aus. Sportsmann, durch und durch. Ich hatte ihm mal erzählt, dass ich mit meinem Freund Jens, dem Kindergartenvater, Tennis spiele. Ambitioniert zwar, aber nur mit rudimentären Fähigkeiten ausgestattet. Was man mit 13 lernt, vergisst man nicht so leicht. Wir wissen ja selber, dass wir uns so viel Mühe wie möglich geben, um den Ball zu erreichen. Jens hat mal zu mir gesagt, Mantes, du bist wirklich schneller, als man denkt. Ich war noch nie so stolz und gedemütigt zugleich. Wir spielen einfach so gut es geht, aber eben ohne Punkte. Campino sagte zu mir, als ich ihm das erzählte, Tees, unter uns und im Guten. Ich finde diese Einstellung krank. Wir schrieben so rum und dachten uns, okay, mehr geht auch gerade nicht. Und das ist kein guter Satz, um ein Kunstwerk für beendet zu erklären. Und Kunst war es. Kunst ist es immer, wenn jemand etwas erfindet, womit man nichts bauen kann. Wenn man etwas damit bauen kann, dann ist das Design. Hier kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Wenn Bob Geldof fragt, ob man etwas machen kann, dann sagt man einfach ja. Man denkt nicht nach und wägt nicht ab, man denkt nicht an seine Karriere oder ob das cool oder uncool ist, man sagt einfach ja. Alles andere ist in meinen Augen unhöflich. Ich sehe das so, Campino sieht das so, die anderen habe ich nicht gefragt. Wenn der Typ von I Don't Like Mondays anruft, nachdem erst seine Frau und dann noch seine Tochter an Heroin gestorben ist, seine geliebte Tochter einfach an Heroin gestorben ist, verdammt nochmal, dann hält die postindustrielle, hyperpostmoderne einfach mal ihre Schnauze und dann macht man das einfach. Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Rolle der Prozess des Sublimierens in diesem neu aufgelegten Band-Aid-Projekt eine Rolle spielte. Und am Ende des Nachdenkens war es mir einfach egal. Wenn jemand sowas wie Band Aid in den 80er Jahren bei aller gebotenen Kritik erfindet und mich Dödel vom Dorf dann 30 Jahre später fragt, kurz nachdem seine Tochter gestorben ist, ob ich bei einer Sache mitmache, die ihm wichtig ist, dann mache ich da mit. Ich würde noch ganz andere Sachen machen, damit der wieder auf andere Gedanken kommt. Ich verstehe, warum manche dann Nein gesagt haben, aber ich weiß auch genau, warum ich da mitgemacht habe. Die Leute sollen mal nicht denken, dass wir dumm und blind in eine Sache gelaufen sind, von der wir nicht wussten, dass sie zumindest ambivalent ist. Wir haben da mitgemacht, weil ein Freund von Campino, der in den 80er Jahren Entwicklungshilfepolitik für uns alle auf die Landkarte gesetzt hatte und dem es schlecht ging, gefragt hat, ob wir Bock haben, ihm ein wenig zu helfen. Nicht mehr, aber bestimmt auch nicht viel weniger. Voran ins Elend. Die verschiedenen Musiker trudelten ein und wurden nach und nach in die Gesangskabinen gerufen, um die ihnen zugeteilten Textzeilen zu singen. Innerhalb eines Tages hatte Peter Fox nochmal die gesamte Gang von Seed zusammengetrommelt und damit ist ja jedes Studio fast voll. Ich habe immer noch ein tolles Foto von mir und Steffi von Silbermond, das habe ich für meinen Neffen gemacht.